Neues Jahr, neuer Trainer. Zumindest in Paris. Maurizio Pochettino, Nachfolger von Thomas Tuchel, beginnt seine Arbeit in Frankreichs Hauptstadt. Von 2001 bis 2003 war er bei PSG bereits als Spieler unter Vertrag. Jetzt die Rückkehr als Trainer, fast auf den Tag genau nach 20 Jahren. It's so exciting to be here and es ist aufregend, hier zu sein und diese Beziehung wieder zu beleben. Ich habe Paris Saint-Germain immer verfolgt, nachdem ich hier gespielt habe, habe immer noch eine sehr gute Beziehung zum Club und den Fans. Paris ist einer der größten Vereine der Welt. Zuletzt war der Argentinier 5 Jahre bei Tottenham unter Vertrag, die er 2019, 5 Monate vor seiner Entlassung, ins Champions-League-Finale führte. In Paris wird jetzt mindestens der gleiche sportliche Erfolg von ihm erwartet. That is not only important to win, it's win. Es ist wichtig zu gewinnen, aber auch mit Stil zu gewinnen. Ich denke, zunächst sind die Spieler wichtig. Sie sind die wichtigen Akteure. Die Spieler von Paris Saint-Germain wollen Protagonisten sein, die es lieben, Fußball zu spielen und zu gewinnen. Neymar, Mbappé und Co. sollen unter ihm wieder Fußball zelebrieren. Die erste Chance dazu haben sie am 6. Januar. Dann muss PSG zu Frankreichs Tabellen 14. nach Saint-Étienne.